44. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Wolfsburg gegen Ingolstadt und die Panther wollen den Grizzlies weiter auf den Pelz rücken. Doug Shedden seit 10 Spielen bei den Panthern hinter der Bande. Seine Bilanz 7 Siege, immer gepunktet. Und die Panther ganz in Weiß, die sind richtig aggressiv zu Beginn. Mike Collins und drin ist die Scheibe. 1:0 für Ingolstadt. Und der Puck noch abgefälscht von Dehner hier. Keine Chance für Kuhn. Noch ist das Drittel aber nicht vorbei. Wolfsburg will unbedingt den Ausgleich. Robbie Biener, der sieht. Höhnleitner, Tor. Was für ein Treffer von Christoph Höhnleitner. Aus der Kategorie Top 10 artistisch. Pavel Groß, das gibt ihm doch ein gutes Gefühl jetzt. Guter Start. Christoph Höhnleitner, Pfosten, Krebs, Tor. 2:1 für die Grizzlies. Krebs, der ja schon am Freitag traf gegen Nürnberg mit seinem 11. Saisontreffer. Die Grizzlies haushoch überlegen jetzt im zweiten Abschnitt. Aber wie das eben so ist, Darren Olver und plötzlich ist die Scheibe drin. Jubel, aber es gibt einen Videobeweis. Haben die Schiedsrichter da vorher abgepfiffen? Das muss noch mal kontrolliert werden. Und die Entscheidung am Ende, es war ein reguläres Tor. Der Pfiff kam erst, als die Scheibe dann schon im Tor war. Und Pavel Groß, der zeigt, was er davon hält. Immer noch das zweite Drittel. Die Grizzlies unbeeindruckt von dieser umstrittenen Szene. Volks, schneller Pass, Krebs, Tor, 3:2 für die Grizzlies. Der zweite Treffer von Kamil Krebs. Und die Scheibe noch abgefälscht von Dustin Friesen. 3:2 Wolfsburg dreht das Spiel. Und immer noch läuft das zweite Drittel. Die dritte Reihe der Grizzlies wieder auf dem Eis. Und dann kommt Fabio Pfohl. 4:2 für die Grizzlies. Höhnleitner, Krebs und Fabio Pfohl an allen vier Treffern bisher beteiligt. Wie bitter für Doug Shedden. Ganz schlechtes zweites Drittel von seinem Team. Aber die kommen gut aus der Kabine mit diesem Schuss von Tatiček. Und plötzlich ist die Scheibe drin. Was ist da passiert? Ganz schlimmer Fehler von Jerry Kuhn, der die Scheibe da zwischen seinen Schonern ins Tor gleiten lässt. Nur noch 4:3 für Wolfsburg. Und jetzt haben die Panther auf einmal wieder dieses Selbstbewusstsein aus dem ersten Drittel. Powerplay. David Elsner, der nächste Treffer für die Panther. 4:4, der Ausgleich. Ein verrücktes Spiel, das noch lange nicht zu Ende ist. Die Panther wollen jetzt den Sieg mit diesem berühmt-berüchtigten Momentum auf ihrer Seite. Mike Collins, Tor für Ingolstadt, 5:4. Der zweite Treffer von Collins. Der US-Amerikaner richtig heiß gelaufen. Und weiter geht's mit diesem Torfestival in Wolfsburg. John Laliberty auf Brad Olsen und der macht den Treffer. 6:4 für Ingolstadt. Jetzt darf jeder mal, jeder Schuss ein Treffer. Der 9. Saisontreffer von Olsen. Aber die Grizzlies, die geben nicht auf. Fabio Pfohl eiskalt gegen Timo Pielmeier. Nur noch 5:6 in dieser wahnsinnigen Partie. Und Wolfsburg riskiert jetzt noch mal alles. Jerry Kuhn ist auf der Bank. Die Grizzlies mit einem Mann mehr. Großes Risiko natürlich. Und dann kommt John Laliberty, der Kapitän, an die Scheibe. Und er macht es allein. 7:5 für die Panther. Die Entscheidung. Aber eben noch nicht der Endstand. Brad Olsen macht dann nämlich alles klar mit dem 8:5. Und ich wiederhole, 8:5 gewinnt Ingolstadt hier gegen Wolfsburg, die bereits mit 4:2 geführt haben.
It's not the way we thought we would start the third and finish the third. You know, we up by two goals at home. It's unacceptable. You know, it's we have to do our job. Everybody, we have to stop looking left and right, and we have to do a better job. Everybody, including me. You know, we cannot be up by two goals at home. It's unacceptable. It's the only words I can say. Also ganz klare Worte, das braucht man nicht zu übersetzen. Inakzeptabel, das ist das Stichwort. Und Ingolstadt gewinnt diese unglaubliche Partie mit 8:5 in der Wolfsburger Arena.